Georg Heinrich, Initiator des afrikanischen Filmfestivals in Hamburg mit dem Titel Augenblicke Afrika. Das erste Mal findet dieses Festival jetzt statt. Ja, das erste Mal. Ein wirkliches großes Filmfestival mit afrikanischen Filmen. Aber ein Festival ist ja mehr als eine bloße Filmreihe. Jetzt war ich dann vor anderthalb Jahren beim FESPACO. In Burkina Faso. FESPACO ist das größte afrikanische Filmfestival. Das ist sozusagen das Schaufenster Afrikas, wo Filmemacher untereinander mit Publikum diskutieren, aber wo auch Europa und Afrika einen Austausch hat. Und ich habe da so tolle Filme gesehen. Dass Sie gedacht haben, Sie bringen die jetzt zu uns nach Hamburg. Ja. Ja, so, und Teller und Servietten und ist alles gut. Alles funktioniert. Also wir haben das. Der Herr mit dem schwarzen Hut. Schau hoch. Dankeschön. I would like to thank the Hamburg African Film Festival for the opportunity it offers to the German audience to see other images of Africa than the negative ones coming from the media. Also er bedankt sich bei Augenblicke Afrika, dass dieses Festival die Möglichkeit eröffnet, dem deutschen Publikum ein anderes Bild Afrikas zu vermitteln. Indeed, Africa is more than ever hopeful. Last year, Burkina Faso, my country, has set the example. Letztes Jahr hat Burkina Faso, also sein Heimatland, ein Beispiel gesetzt. By his determination, the youth put an end to 30 years of dictatorship. Durch ihre Entschlossenheit hat die Jugend in dem Land 30 Jahren Diktatur ein Ende bereitet. And since then, all our last dictators in Africa are trembling. The policy of your government in Africa to support our protest. That's what you should do. The globalization that we need is seeing my brother as me, showing love and sharing and supporting. No more racism, no more killing each other because of war of interest, no more petrol. Otherwise, we could organize ourselves better. You guys are ready? Zen! Every African country has their own reality. For example, in Congo, you can say what you want to say. You are in jail or in Angola. Still now, 16 rappers are in jail. Because what happened to Fela and what happened to some other figure, we don't want that to happen to us or to our brothers coming out. Because we need to have our leader alive. I can't die. They can't kill me. He was a synthesizer and he was also a visionary. And at the same time, he is dangerous. Filmemacher greifen ein in politische und alltägliche Auseinandersetzungen. Eddie Munyaneza aus Burundi
Esuman aus Kenia und Jordan Rieber aus Tansania. Okay. En fait, pour moi, on a grandi dans son mensonge au Burundi, donc le pouvoir qui nous manipule. Ein Land gelebt, das nur Lüge kannte, Manipulationen. Es werden Leute verdächtigt, um sie klein zu halten, klein zu kriegen, auszuschalten. Also keine Freiheit, keine Meinungsfreiheit. Und so nach seinem Wissen gibt es keine Dokumentation, keine Filmdokumentationen über die Geschichte, über die neuere Geschichte. Ja, osé dire quelque chose malgré la répression, parce que er hat durch diesen Mut und diese Gefahr, die er eingegangen ist, und diese Bilder zu machen und in die Öffentlichkeit, in die Welt hinauszutragen, ist er zum Flüchtling geworden. Also er kann nicht mehr in sein Heimatland nach Burundi zurückkehren. Sinon, c'est pas une décision qui est facile à prendre. Die meisten afrikanischen Filmemacher sind in Europa ausgebildet, weil es in Afrika erst jetzt langsam auch Filmschulen gibt. Und die afrikanischen Filmemacher wollen mehr und mehr auch unabhängig sein. Das heißt, ihre Sicht auf Afrika bringen. Und deswegen laden wir sie ja auch ein. Die afrikanischen Filmemacher haben noch den Vorteil, dass sie auch Europa kennen, dass sie auch einen gewissen Abstand zu ihren Ländern haben. Und ihre Länder auch ein bisschen anders sehen, also ich sag mal in der Regel kritischer sehen. Und das macht es auch besonders spannend. Warum sind Sie hier beim Afrikanischen Filmfest? Ja, also nicht speziell. Ich interessiere mich für afrikanische Musik und auch für die Politik. Ja, also ich selber war schon in Afrika gewesen und mich hat besonders dieser Film von, jetzt habe ich den Namen vergessen, Thomas Sankara. Weil ich 1985 da war und da lebte er noch. Und gerade gestern war in der Taz ein Artikel, dass die Leute auf die Straße gehen, weil sie diesen Präsidenten, der schon viele Jahre da herrscht, nicht mehr haben wollen. Und mich interessiert besonders dieser Film. Und viele andere Filme sind sehr politisch und auch sehr, sehr interessant, um einen Einblick in das Leben in Afrika zu kriegen. Und so eine Sachen wie Thomas Sankara zum Beispiel ist ganz, ganz was Wichtiges. Ich glaube, das sind die Hoffnungsträger für Afrika immer gewesen. Und ich denke, das ist nach wie vor. Wie finden Sie das koloniale Erbe Afrika? Wie finden Sie das Thema? Das Thema ist sehr interessant, weil man muss sich immer Gedanken darüber machen und sich die Frage stellen, was ist damals da passiert? Sind die Afrikaner selber schuld, dass das so ist? Oder sind irgendwelche Europäer daran schuld? Das ist irgendwas, was man immer diskutieren muss. Das koloniale Erbe Afrikas, wie finden Sie das Thema? Ja, ich finde das Thema sehr interessant, sofern, dass ich über 20 Jahre hier in Hamburg lebe und das ist das erste Mal, dass ich gelesen habe, dass es irgendwie Kolonialismus-Film oder Thema gibt und besonders über Thomas Sankara. Mein Vater hat mir von dem Film erzählt und ich fand es interessant. Bist du der Meinung, wenn es das Filmfestival, das Afrikanische, nicht geben würde, würde Hamburg was fehlen? Auf jeden Fall, doch schon. Ich glaube, das ist wichtig auch für Leute, zum Beispiel jetzt für mich, die davon nicht so viel Ahnung haben, sich neu zu informieren. So. Ja, es würde was fehlen, weil wir hatten im November früher vor 20 Jahren oder 25 Jahren einen afrikanischen November. Das war so toll, weil einfach über Filme, Literatur, Gesang, es waren ganz, ganz tolle Sachen und das war dann weg gewesen. Also mein Interesse in diesem afrikanischen Filmfestival, es ist ein Blick über die Geschichte und die haben so einen kritischen Blick auf die Situation in Afrika, kulturelle Veränderung
und Wandelu und alles. Und das ist sehr interessant. Das. Jedes Jahr gibt es ein schönes neues Motto. Und dieses Jahr ist es die Frau im afrikanischen Kino. Genau. Wir haben bemerkt in der Recherche, dass Frauen eigentlich im afrikanischen Kino auf allen Ebenen präsent sind. Als Produktionsleiterin, als Regisseurinnen, im Schnitt, also und natürlich vor der Kamera auch überall sehr präsent sind. Und zwar sind es auch sehr viele junge Frauen. Mhm. Aber heute stehen eher Themen im Vordergrund, die eben so die afrikanischen Gesellschaften anbelangen. Dort gibt es eben auch einen sehr starken Wandel. Frauen eben sich immer mehr emanzipierten. Mhm. Und in diesem Prozess sind die meisten afrikanischen Länder jetzt. Vor allem die jungen Menschen möchten auch freier leben als ihre Eltern. Und jetzt, Frau Carmen Lucia, jetzt als Schauspielerin zwischen zwei Welten. Ich wohne in Frankreich. Ich bin in Kongo geboren, am Hôpital Militaire de Potopoto. Meine Mutter ist als Studentin in Frankreich gegangen und ich war eineinhalb Jahre alt. Und ich bin auch gemischt mit meinem Vater. Also mein Vater kommt, das ist eine Mischung ein bisschen, aus Frankreich, aus Kongo, Angola und aus China. Also, ich kenne China nicht. Und die Frage ist auch heute, also, wo ist Hause für Sie zum Beispiel? Oder für mich? Also für mich, ich hatte nicht die Frage mich vorgestellt, vor die Leute haben mich gefragt, genauso wie du, ja, aber woher kommst du? Und ich sage aus Orléans, ich habe noch, nee, woher kommst du? Naja, ich wohne in Paris, nee, und die, also, und ich verstehe auch, weil wir haben Wurzeln und wir haben eine Geschichte und ich bin auch eigentlich stolz, um meine Wurzel zu erklären. Kräftigen Applaus für die drei. Und zwar haben wir es zu tun mit Ramata Keita aus dem Niger, dem Regisseur Amuso aus Togo und Saliou Sarr aus dem Senegal. Ce que je sais, par exemple, si on veut parler, je vois l'image qu'on donne de la femme en Afrique. Wenn ich hier vor Ihnen stehe, also besonders möchte ich Ihnen sagen, was mich besonders irritiert, zu erkennen, das Bild, was Europa von der afrikanischen Frau hat, wo ich überhaupt nichts kapiere, wo ich mich überhaupt nicht wiederfinde, möchte ich diesem entgegenhalten, diesem Bild, dass ich als Afrikanerin hier vor Ihnen stehe und Ihnen sogar Filme zeige, die ich gemacht habe, dass das zurückzuführen ist auf Jahrtausende von Kraft afrikanischer Frauen in mir, verschiedener Communities, die mich dazu ermächtigt haben. Parce que je pense exactement comme Dostoevsky, que c'est la beauté qui sauvera le monde. C'est parce que j'ai des millénaires d'héritage de femmes à moi. One other thing is that I really never wanted to do a story about a woman that is an African woman that is like crying and it's like her heart is going out and it's like all dramatic and then she doesn't have this little power. And I think that women have, whether the situation is, if you give her a chance, she will come out of her shell. And this is what I chose to promote. And there are other people can promote anything, but my choice is just to whoever woman is, there's always a little thing inside there that you can push. And she will just blow. And this is what I chose to promote. Ah, juste après la révolution, il y a eu les premières élections, et c'est le parti islamiste qui est arrivé en tête. So after the revolution, by the first election, okay. Party who won the election was Ennahda, the Islamic Party, and they tried right away to change the situation of women, to change the laws about the place of women, and there was a demonstration, women demonstration in Tunisia. On est dans une période de transition démocratique qui dure.
so there to change their mind and just don't. Le statut des femmes déchaîne plus que jamais les passions et les combats politiques. Je m'appelle Freddy Tsimba, je suis sculpteur et plasticien. Je fais partie d'une génération spontanée d'artistes qui créent à même la rue, à Kinshasa, en République démocratique du Congo. D'autres utilisent leur corps comme une évidence non intellectuelle. En tant qu'artiste, notre urgence de créer est la même que celle de la population réelle. Une population qui doit inventer en permanence les conditions de sa propre survie. Je pense que ce qui peut expliquer le dynamisme de Dakar, c'est la liberté d'expression. Il y a une vraie liberté d'expression. Ça a toujours été libre d'expression. I started it myself. I was at. I've always been into art and stuff when I was a kid, and then when I was a teenager, about 17, I went to a nightclub, a hip hop nightclub, and there were some guys from Cape Town like Mac One and Falco. Pour moi, ce qui fait le lien social aujourd'hui dans au Burkina, c'est la question culturelle. De manière très sérieuse des choses, des idées, peu de gens vous écoutent. Mais quand vous le faites avec de la poésie, vous le faites avec de l'humour, vous le faites avec l'art, eh bien vous sublimez ce message-là. Er ist selber ein Griot und seine Rolle ist eben die Geschichte des Landes den Leuten zu vermitteln. Und von daher liegt diese Themenwahl bei dem Film sehr nah für ihn. And now I just try to use the camera, to use the new way of communication, to go on with my role of griot somewhere. Und jetzt hat er sich halt praktisch einfach das neue Medium Film oder Kamera genommen, um seine Rolle als griot heute gerecht zu werden. Especially for us in Africa, it's very important. Not to forget ourselves. Mm-hmm. Also für Sie in Afrika ist es wichtig, nicht sich selbst zu vergessen. Because we have still a lot of things to keep, which are going. Also es gibt immer noch ganz viele Dinge, die es zu bewahren gilt, die aber jetzt sozusagen langsam verloren gehen. A new sun is rising. Eine neue Sonne geht am Horizont auf. Full of hope. Voller Hoffnung. Your festival, the Ambur African Film Festival, is an important partner for the rising of this sun in Africa. Also unser Festival ist ein wichtiger Partner beim Aufgehen dieser Sonne. Long live Ogen Blik Afrika. Traumteam. Burkhard Leber damals noch in der W3, aus Guinea, Dudu Konde, Ingrid Wernig, eine Filmemacherin von der W3, jetzt dazugekommen, Svenja Schiemann. Dieses schöne Plakat, was ihr da oder hier auch seht, das ist in Zusammenarbeit mit Horst entstanden. Jerome Yossin, der ist leider heute nicht da. Der hatte Facebook und Google gemacht. Musik.
Parlant pour la